Marie-Therese Nadig, deine Karriere liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Eben viele von diesen Besucherinnen und Besuchern sind dabei gewesen, mindestens am Fernsehen oder als Fan daheim. Erzähl doch noch mal ein bisschen 1972. Wie ist das für dich in Erinnerung heute? Ja, das ist, glaube ich, für alle das Gleiche. Wenn man zurückschaut, dann weiss man eigentlich nur noch das Schöne und das Schlechte weiss man nicht mehr. Also, ich weiss, dass ich auf Japan und dass dort eigentlich alle gleich ausgesehen haben. Ich hatte das Gefühl, es seien alles Brüder und Schwestern. Und sonst habe ich eigentlich, die Pisten sind überall gleich, ob in Europa oder in Japan oder in Amerika. Da sieht man eigentlich nicht viel anders. Es hat einfach nicht so Berge wie bei uns, so markante Berge wie bei uns. Es war ja eine Überraschung, dass du gerade zweimal Gold dort geholt hast. Du warst ja noch sehr, sehr jung. Was ist nachher passiert? Es hat eine grosse Empfänge gegeben. Was ist da gelaufen in der Region? Ja gut, ich war nicht vorbereitet, dass ich gerade zweimal gewinne. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, die anderen fahren noch ein bisschen schneller als ich. Leider haben sie es nicht können. Ich habe nachher die Empfänge habe ich nicht sehr gerne gehabt, weil im Mittelpunkt sein, das war eigentlich nicht meins. Ich bin im Flumserberg aufgewachsen. Ich meine, die meisten kennen Flumserberg und früher war das ein ganz kleines Ort mit wenig Fremdenverkehr. Und ich bin dort oben in die Schule gegangen und dann komme ich eigentlich in die grosse Welt raus und komme zurück. Und dann wollen so viele Leute etwas von mir. Und ich bin eigentlich gegangen als ganz Normales und bin zurückgekommen als ganz normal, aber ich hätte nicht sollen abnormal sein. Das haben alle natürlich erwartet von einer so einer Olympiasiegerin. Hast du auch viele Briefe beantworten, Autogramm geben. Hast du das alles selber bewältigen können? Nein, ich habe in Flums eine Familie mit einem Transportgeschäft, Rinderer und die Frau, die ist dann meiner Mutter helfen gekommen. Ich habe einfach Karten unterschrieben und die wichtigsten Briefe, die haben sie rausgenommen, die habe ich dann auch selber gelesen. Aber ich habe so viele Briefe bekommen, dass ich also nicht jeden hätte persönlich beantworten können. Ja. Es wäre nicht gegangen. Jetzt, ich selber mag mich jetzt nicht erinnern, nach Olympia. Wie hast du denn können deine Form halten? Oder wie sind die nächsten Rennen gewesen, nach Sapporo? Ja, das war schwierig. Ich war mich nicht gewöhnt, eben so ins Rampenlicht zu gehen und dann trotzdem noch den Fokus behalten auf das Wesentliche. Und das war eigentlich Skifahren. Mhm. Und ich habe dann ein bisschen tief bekommen. Ich war zwar immer Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, aber das hat natürlich am gemessen an einem Olympiasieg gar nichts mehr zählt. Ich hätte immer sollen gewinnen, das ist nicht gegangen. Ich hatte eine sehr grosse Herausforderung mit der Annemarie Moser-Pröll. Die ist sehr gut gefahren und hat in allen Disziplinen eigentlich auch gepunktet. Und somit bin ich zuerst ein bisschen ins Loch gefallen und dann, etwa zwei, drei Jahre später, ist es dann wieder aufwärts gegangen. Es ist steil aufwärts gegangen. Du hast auch den Gesamtweltcup-Sieg geholt, natürlich etwas ganz Tolles. Wie gewichtig ist der jetzt im Vergleich mit Olympiagold? Ja, das ist noch schwierig zu sagen, oder? Man sagt, über eine ganze Saison muss man in Form sein, dass man den Gesamtweltcup gewinnt. Das ist klar, das ist so. Aber wenn Sie an eine Olympiade gehen und es gibt ein Rennen, es gibt Verhältnisse, passen vielleicht nicht zu dir, du musst dann aber die Höchstleistung runterbringen, willst du ja gewinnen. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Und das, glaube ich, ist fast mehr zu punkten, weder wenn ich jetzt Winter, wenn ich sehr gut fahre, dann kann ich auch mal Zweite sein, einmal Dritte sein. Ich kann den Weltcup, den Gesamtweltcup gleich gewinnen. Ich muss einfach zwei Disziplinen haben, die ich sehr gut fahre. Aber wie man so in einem Flow, sagt man ja dem heutzutage, oder? Genau. In einer Höhe ist, dann kann man sich eigentlich immer von Rennen zu Rennen, weiss man ja, dass man gut ist. Und das ist etwas anderes, weder wenn ich hinkomme und ich weiss, jetzt gilt es. Heute, in dieser Minute, muss ich losfahren und ich muss die Schnellste sein. Das ist eigentlich schwieriger als das andere. Eben, du hast ja beides können, das hat dich ja ausgezeichnet. Du hast vorhin Annemarie Moser-Pröll erwähnt. Hast du heute noch Kontakt zu den einen oder anderen Konkurrentinnen von damals? Ja, also ich bin natürlich als Trainerin unterwegs gewesen. Ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen so verloren, weil ich nie sesshaft war. Das war ein grosses Minus gewesen. Aber ich habe jetzt, als ich pensioniert bin, habe ich wieder Zeit.
Aber mit der Annemarie Moser-Pröll muss ich sagen, obwohl die Zeitungen und alle geschrieben haben, wir sagen grosse Gegnerinnen und wir mögen einander nicht, das stimmt nicht. Wir tun uns immer an Geburtstag, können wir ein SMS über, an Weihnachten, Neujahr. Und ich war eine von den Ersten, die sie gesagt hat, dass ihr Mann gestorben ist. Also das tue ich sehr hoch wert. Also da können auch schöne Freundschaften entstehen natürlich aus dieser Konkurrenz heraus. Ja, das ist, es hat Freundschaften sind daraus entstanden, auch mit Leuten von der Schweizer Mädchen habe ich sehr grossen Kontakt noch und das finde ich eigentlich wichtig. Und jetzt, wo ich eben in einem Alter bin, wo ich das wieder kann, ein bisschen mehr frönen, jetzt komme ich wieder auf die Leute zu und jetzt treffen wir uns wieder und dann reden wir natürlich auch von alten Zeiten. Das ist ja klar, das macht man natürlich immer zu so Gelegenheiten. Du hast vorhin gesagt, du bist unterwegs gewesen, immer als Trainerin. Ist es für dich klar gewesen, Karriere fertig, ich würde Trainerin? Nein, das war nicht klar gewesen, aber ich habe natürlich nichts anderes gelernt. Und wenn man nichts lernt, dann muss man das machen, was man kann. Und das habe ich können, also Skifahrer habe ich können, da habe ich die Auszeichnung bekommen. Und Trainerin, ich habe gerne mitteilt, ich habe gerne Jungen gezeigt, wie man schnell Skifahren kann. Und durch das bin ich dann eigentlich als Trainer weitergegangen. Du hast auch Erfolg gehabt als Trainerin, gute Zeiten, mal ein bisschen nicht so gute Zeiten. Wo hast du dich am meisten können eingehen? Welches Traineramt hat dir am meisten Spass auch gemacht? Also ich bin sicher als Trainerin besser gewesen als Chef. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich da lieber mit jemandem etwas zusammen erarbeite, weder dirigieren und sagen, ihr müsst jetzt das so oder so machen. Ich glaube, jeder hat seine eigene Art zum Arbeiten und das muss man auch respektieren. Und da bin ich eigentlich besser gewesen. Ich bin auf Mädchen, oder ich hatte Buben, die ich trainiert habe, als ein Mann, muss ich sagen. Da muss man einfach auf einen Athlet zugehen, man muss spüren, was er braucht, man muss sich in da reindenken können, man muss wissen, was passiert, wenn jemand am Start steht, wenn ich muss eine Leistung abrufen, dass es nicht immer gleich gut ist, dass man manchmal sehr schlecht drauf ist und denkt, der Hurensei, den ich wieder machen muss, was will die wieder von mir oder was will der wieder von mir? Und da, wenn man selber das gemacht hat und selber weiss, wie man moralisch oder nicht gut drauf ist, was dann alles kann passieren, wenn man es dort kann abholen kann, kann man sehr viel machen. Und das habe ich eigentlich lieber gemacht, wieder dirigieren und sagen, wohin es und wie es geht. Du hast den Vergleich Skifahrerinnen und Skifahrer früher zu heute. Hat sich da etwas geändert bei den Athletinnen und Athleten? Ja, ganz sicher. Ich meine, wenn ich sehe, wenn ich aufgewachsen bin, wenn ich sehe, wie heute die Kinder aufwachsen, dann muss ich sagen, es hat sich sehr viel verändert. Es hat sich natürlich auch im Material sehr viel verändert. Wir haben ganz andere Ski, wir haben andere Schuhe. Ich meine, die Leute, die da drin sind, die können sagen, die sind auch mit Lederschuhen gefahren. Das ist natürlich nach vorne und nach hinten hat es grosse Bewegungsmöglichkeiten gehabt, wenn ich nicht stabil war. Die Ski sind sehr lang, aber sehr gerad gewesen. Also es waren Zündhölzchen eigentlich gegen heute. Man hat nicht die Teilierungen gehabt. Man musste etwas machen, dass man rumgekommen ist, oder? Das ist heute nicht mehr so, wenn ich heute zentral stehe, wenn ich in den Schwung reingehe, dann kommt der Ski, wenn ich es richtig mache. Klar kann ich es auch falsch machen, aber er kommt. Und früher habe ich eine Hochentlastung machen, ich musste den Ski vielleicht anrutschen, dass er gekommen ist. Ich musste wissen, wie lange ich habe, bis ich eine Kurve fertig habe. Also das ist ganz anders gewesen. Heute gibt es mit dieser Druckverteilung und mit dem Material, das man jetzt hat, ist es sicher ganz anders. Und dann, was auch anders ist, wir sind eigentlich aufgewachsen mit dem Skifahren. Also ich war draussen, ich musste aufdritteln, dass ich runterfahren konnte. Heute geht man an den Skilift, man steht oben am Kabel fahren. Oder? Also ich habe zur gleichen Zeit, wenn ich Ski gefahren bin, habe ich auch trainiert. Und heute ist es so, heute muss ich nicht trainieren, aber ich kann Skifahren. Und darum, glaube ich, sind wir verwachsen mit dem und heute sind sie angelernte Skifahrer. Genau, ich denke auch, einige von Ihnen sind hochgelaufen, bevor sie runterfahren konnten. Das war damals so üblich gewesen. Wie es der Maite Nadig als Pensionärin geht, das erfahren wir dann nach der Pause. 10 vor 4 geht es hier weiter. Danke vorläufig, Maite Nadig. Ja, geändert hat sich sicher. Sagen wir, ich selber wahrscheinlich nicht, aber die Leute sind fröhlich zu mir. Sie kennen mich einfach. Aber es ist
blöd, zum Beispiel, wenn man in ein Restaurant geht mit Kollegen oder Freunden, man kann nicht mehr gleich blöd tun wie vorher. Es heisst, ja, schau nach, die sind dort wieder. Oder sie will wieder die Grosse raushängen, ist ungefähr so. Ist es überhaupt noch möglich, dass man ein Privatleben haben kann? Nein, ich glaube eben darum nicht, weil man kennt einem einfach überall. Und es ist, manchmal ist es ekelhaft, darum ist eigentlich lieber daheim, wo einem die Angehörigen kennen und darum kann man auch blöd tun, weil sie wissen, heute mal hängt es einem auch aus, oder? Dann tut man auch blöd. Nee. Die anderen haben vielleicht das Gefühl, ja, wenn man in Therese Nadig sein sollte, sollte man einfach ein bisschen, ja, nett sein und sollte einfach immer lachen können. Man sollte einfach immer sich schön aufführen, man sollte nie Blödsinn machen. Aber ich glaube, es ist niemand vollkommen, darum ich auch nicht ganz sicher. Ja, geschätzte Damen und Herren, das war ein Ausschnitt von der Maite Nadig nach Sapporo 1972. Maite, du hast gesagt, du könntest nicht mehr recht blöd tun. Kannst du das heute wenigstens? Ja, das kann ich jetzt wieder. Das habe ich immer können eigentlich. Aber sind es nicht immer alle gleich aufgefasst? Also das heisst, du hast... Die Leute haben mehr auf dich geschaut damals. Oder du warst überall ins Gespräch und warst beobachtet, oder? Ja, man muss sich das natürlich so vorstellen, wenn man von der Schweiz weggeht und niemand kennt einen, außer die, die mit einem zu tun hatten. Und dann kommt man zurück und nachher klopft jeder auf die Schulter und sagt, gut bist du, super hast du es gemacht, das hast du gut gemacht und das hast du gut gemacht. Und als ich im Flughafen angekommen bin, das war eine sehr lange Reise. Wir waren etwa 48 Stunden unterwegs mit dem Flieger. Wir waren in San Francisco, sind auf New York gekommen. In New York haben wir einen halben Tag Pause gehabt. Dann sind wir auf London geflogen. In London ist die ganze Mannschaft, die in Sapporo war, auch dort wieder zurückgekommen. Weil wir sind ja nach Sapporo direkt nach Amerika. Und dann haben wir uns alle, die Olympiateilnehmer, haben uns dort getroffen. Wir haben natürlich keine Kleider mehr gehabt, wir mussten einen Pullover kaufen und so. Und dann war ich steinmüde, als ich hier in Zürich am Flughafen angekommen bin. Und dann hat es brutal viele Leute gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will eigentlich zu meiner Familie und ich will jetzt eigentlich nicht hier am Bundesrat zuhören. Und dann hat er, das war natürlich auch falsch gewesen, das ist klar, aber heute weiss ich es, heute habe ich es nicht gewusst. Und ich hatte einen Kaugummi im Maul und habe dann so ein bisschen grusig gecatcht, oder? Und der vom Fernseher hat natürlich mich gross aufgenommen. Und dann war ich der Monatsärger, weil ich nicht wusste, wie man sich aufführt als so bekannte Persönlichkeit. Und das hat mir dann zu schaffen gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin ein Mädchen von 17 oder 18. Früher war man noch nicht so früh reif wie jetzt. Und ich habe nicht gewusst, was ich jetzt eigentlich, was die Leute von mir wollen. Ich wollte schnell Skifahren, aber eigentlich nicht dem Publikum so gefallen. Einfach, sie hätten mich so nehmen sollen, wie ich war. So habe ich es eigentlich gedacht. Das war deine Idee und eben, das hast du auch beibehalten. Du hast immer sein, auch als Trainerin, wie du bist. Und darum bist du auch manchmal angepickt. Ja gut, meine, ich bin mehrere Mal angepickt, weil ich einfach sehr direkt bin. Ich bin eben, wie gesagt, unter Buben aufgewachsen. Und die haben nicht gesagt, liebes Mädchen, jetzt kommst du mit, oder? Baba, komm mit, mach, tu, ein Stupf ins Füdeln bekommen, oder? Wenn es nicht richtig war. Und ich bin mich gewöhnt, einfach direkt zu reden und vielleicht auch ein bisschen Rauch, weil Flums ist bekannt, ein bisschen Rauch zu reden. Und da bin ich einfach angeeckt. Aber ich habe mich nie verändern. Ich kann nicht aus meiner Haut raus können. Ich kann es heute noch nicht. Das ist auch gut so. Und jetzt haben wir ein bisschen geredet von früher, von deinen grossen Erfolgen. Jetzt bist du aber auch pensioniert, wie viele da innen auch. Wie hast du das erlebt, so ins Pensionsalter zu kommen? Ja, das ist super. Ich mag es jedem gönnen, der ins Pensionsalter, der noch zu Weg ist, kann das machen, was er gerne macht. Ich finde das hervorragend. Das ist eine ganz gute Sache, die früher erfunden haben. Du bist ja bis am Schluss Trainerin gsi, hast du da nicht Mühe gehabt zum Umstellen? Nein, ich bin
Mit 26, 27 habe ich aufgehört Skifahren, hatte dann eine Rennschule gehabt, bin dann immer nachher als Trainerin immer in der Welt herumgereist, immer mit jungen Leuten zusammen gewesen. Das ist sehr gut, das hält einem jung. Aber irgendwann hat man es einfach gesehen. Also und heutzutage, wenn alles wegfällt, was macht Maite Nadig? Ja, da fällt nichts weg. Also ich gehe viel laufen, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, ich tue zmörgeln, so wie es sich gehört. Und nachher gehe ich laufen, 1,5 bis 2 Stunden mit dem Bruder zusammen, weil der ist ja auch pensioniert und der muss ein bisschen laufen. Und dann kommen wir zurück, dann ist es Mittag, am Nachmittag mache ich wieder irgendetwas, entweder gehe ich Leute besuchen oder ich mache selber etwas, lerne auch noch Sprache wieder ein bisschen besser. Das ist hervorragend, dass ich will es nicht missen und voll tun, nichts tun, das ist super. Okay. Auch das darf man natürlich einmal geniessen, wenn man das ganze Leben geschafft hat. Heute ist das Thema, das Motto, sportliche Senioren. Du hast gesagt, du gehst Alltag laufen, machst du noch weiteren Sport? Ja, im Winter fahre ich Ski, ist klar. Mhm. Jetzt habe ich angefangen, Langlauf, ist zwar ein bisschen schwierig, bin auch schon umgekehrt. Ich habe Bläulen heimgebracht, das hätte ich früher nie gehabt, aber heute habe ich Bläulen. Ich werde wirklich älter. Aber es ist super. Nein, ich, Tennis spiele ich noch ein bisschen, nicht so viel, aber ich kann es auch nicht mehr so gut. Aber ich mache einfach immer etwas. Es wird mir nie zu langweilig. Vielleicht fange ich jetzt an Gärtner. Die Mutter hat immer früher einen sehr grossen Garten gehabt. Vielleicht fange ich jetzt an Gärtner. Ich weiß es noch nicht. Es kommt immer etwas Neues. Immer etwas Neues und du hast ja viel zu tun mit Sportlern, mit Bewegung, du kennst den Körper. Was hast du für eine Einstellung zu Bewegung im Alter? Wie findest du, ist das wichtig? Ja, ich finde das sehr gut. Wenn man rausgeht, also ich rede dann mit den Bäumen, mit den Blumen, ich erzähle meine Storys, die ich habe, wenn irgendetwas mir über das Leben gekrochen ist. Und ich finde das gut, die hören zu, die sagen aber auch nichts, die sagen nicht, dass ich es nicht gut gemacht habe, die sagen eher, es ist gut gewesen. Und das gefällt mir. Und ich glaube, wenn man rausgeht und kann das ein bisschen geniessen, die frische Luft, wir haben ja hier im Sarganserland sehr frische Luft, dann sollte man das geniessen. Und ich glaube, man sollte einfach Freude haben. Mit dem, was man macht, sollte man Freude haben. Eben, Freude ist natürlich Grundmotivation von allem, das ist richtig. Du hast gesagt, vielleicht fährst du an Gärtner. Hast du noch irgendwelche Projekte mit Skifahren oder so etwas? Gibt es da noch etwas? Nein, Skifahren gibt es kein Projekt mehr. Es gibt ab und zu, dass ich aushelfe, wenn sie mich fragen. Aber lieber fragen sie mich nicht. Also es ist auch richtig, wenn sie mich nicht fragen. Ich bin jetzt 2-3 Mal gesehen, es war super gewesen, aber ich muss es nicht mehr haben. Es ist so, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich irgendwann mal wieder etwas. Ich weiß es noch nicht. Ich habe wirklich noch keine Ahnung. Ich lasse alles ein bisschen auf mich zukommen. Früher musste ich planen, ich konnte mich nicht verplanen. Ich konnte nicht irgendwie spontan mal etwas machen, weil es sind eigentlich immer Termine waren, die ich haben musste. Und im Winter ist, und auch im Skifahren ist es so, wenn es grüssig ist, kannst du nicht gehen oder bist nicht gegangen, dann hast du wieder einen Kurs müssen verschieben, dann bist du wieder daheim gewesen, hast aber gemeint, du bist nicht daheim, hast nichts können abmachen. Und jetzt geniesse ich das, wenn jemand anruft und sagt, du, los, ich bin Flums, kommst du schnell einen Kaffee trinken, sage ich, jawohl, komme gerade, ich habe einfach Zeit. Und Zeit, ich glaube, das ist das Kostbarste vom Menschen. Eben, ich denke, das geht auch vielen von Ihnen so, dass sie das natürlich merken und wissen, die Zeit ist wirklich das Kostbarste. Maite, du bist immer fit gewesen, hast immer Sport gemacht. Ist das auch ein Grund, dass du heute so fit in der Pension bist? Ja gut, ich mache jetzt natürlich noch. Ich mache jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich meine 4-5 Übungen. Also es ist nicht so, dass ich nichts mehr mache. Ich habe gemerkt, dass ich, als ich Skifahren bin, ich meinte, ich sehe noch super, oder? Und mit diesen Karfer-Ski musst du ein gutes Gefühl haben. Und dann bist du nie mal hinter, einmal ein bisschen vorne. Und ich denke, du, das geht dir nicht an, musst wieder etwas machen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man etwas macht. Aber es ist klar, wenn du immer verrissen bist, immer etwas tust. Und ich habe eine gute Gesundheit, Gott sei Dank. Ich meine, es gibt Leute, die nicht so gute Gesundheit haben. Und ich bin dankbar für das. Aber
ich glaube, wenn man sich eben auch in kleinen Sachen, wenn jemand nicht mehr so gut laufen kann, vielleicht ein bisschen rausgeht oder draußen sitzt und den Vögel zulässt, weil die heutigen Jungen haben ja die Stöpsel drin, wir haben das nicht. Wir hören die Vögel pfeifen, wir sehen die Kühe rumlaufen. Das hat so viele Sachen, die die Natur gibt, wo ich wirklich geniessen kann. Ich glaube, darum bin ich auch noch so fit, weil ich auch noch Interesse habe an diesen Sachen. Eben körperlich und geistige Fitness, glaube ich, das ist das Rezept. Jetzt sind wir hier an der SIGA-Messe. Ich glaube, du kannst ja nicht durch die Messe laufen, da kennst du wahrscheinlich jeden Zweiten. Ja, das weiss ich nicht, ich bin ja nicht durchgelaufen. Ich weiss es nicht, ob ich jeden Zweiten kenne. Vielleicht kennen mich mehr Leute als ich sie. Aber es ist schön, wenn man auch ein Schwätzchen macht und jemand, der einen nicht kennt, anhält und sagt, du, ich bin dann auch aufgestanden, um 6 Uhr oder um 5 Uhr, wenn sie daheim müssen, aufstehen und so. Und das ist, dann kommt man ins Gespräch und das ist ja eigentlich das Schöne. Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, ich muss nicht heim pressieren, es wartet niemand auf mich. Genau, jetzt hast du also Zeit, um wirklich die Gespräche an der SIGA zu führen. Meiner Nadi, ganz herzlichen Dank, bist du da gewesen und auch weiterhin in der Pension alles Gute. Applaus, Meiter Nadi. Herzlichen Dank. Machen wir noch schnell ein Föteli. Excuse. Ja, ja, das macht nichts. Komm, es geht weg. Wie die Shooter. Danke vielmals. Danke vielmals. Hätten wir auch den Fototermin.